Du kennst die Lebensdauerformel für ein Weltlager unter einer konstanten Einzellast und weißt nicht, wie du für ein Kollektiv aus veränderlichen Lasten und Drehzahlen jeweils eine äquivalente Last und Drehzahl berechnen sollst? Dann bist du genau richtig bei diesem neuen nächsten Video der YouTube-Ingenieurschule. Heute geht es um die Lebensdauerberechnung von Weltlagern. Die klassische Ermüdungstheorie von Wälzlagern geht davon aus, dass die Schädigung im Wälzlager nur von der Belastung F und der Anzahl der Überrollungen N unter Last abhängt. Wie die Schadensakkumulation im Wälzlager genau vonstatten geht, kannst du in diesem Video hier nochmal genauer nachschauen. Belastet man im Experiment ein Wälzlager mit unterschiedlichen Lagerlasten P, so stellt man fest, dass die Lebensdauer von der Belastung des Wälzlagers abhängt. Als Referenzgröße zur Beschreibung der Lagerlebensdauer hat sich die dynamische Tragzahl C eingebürgert. C ist die Lagerlast, bei der eine hinreichend große Anzahl der Lager eine Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen erreichen, bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 10%. Ist eine Belastung P1 zum Beispiel größer als die dynamische Tragzahl C, ist die Lebensdauer N1 kleiner als 1 Million Umdrehungen. Ist eine Lagerbelastung P2 geringer als C, steigt die Lebensdauer über 1 Million Umdrehungen hinaus. Aus diesem experimentellen Befund ergibt sich die Lebensdauergleichung des Wälzlagers. Dynamische Tragzahl C zu vorhandener Lagerlast P hoch Lebensdauerexponent klein p ergibt die Lebensdauer L10 in Millionen Umdrehungen, bei der eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10% auftritt. Die Versuche haben auch gezeigt, dass die Steigung der Kurve P von der Lagerbauart abhängt. Für alle Kugellager, die einen Punktkontakt ausbilden, beträgt P gleich 3. Für alle Rollenlager, die einen Linienkontakt haben, ist P gleich 10 Drittel. Anhand der Lagerlebensdauerformel für Kugel- und Rollenlager können wir die Auswirkungen einer veränderten konstanten Lagerbelastung auf die Lebensdauer ermitteln. Angenommen, ein Wälzlager wird mit der Lagerlast P belastet, ergibt sich gemäß der beiden hier gezeigten Lebensdauerformeln die Lebensdauer L10. Nun wollen wir schauen, wie sich die Lagerlebensdauern verändern, wenn die Lagerlast P halbiert wird. Wir ersetzen dazu in der Gleichung für Kugellager die Belastung P durch die halbierte Lagerlast 0,5 mal P. 1 durch 0,5 ergibt 2. Daraus folgt, dass die Lebensdauer um den Faktor 2 hoch 3 größer wird. Das Lager hält also 8 mal länger als mit der Lagerlast P. Für die Rollenlager sieht die Vorgehensweise analog aus. Hier ergibt sich aufgrund des höheren Lebensdauerexponenten klein p gleich 10 Drittel sogar eine Verzehnfachung der Lebensdauer gegenüber einer gegebenen Lagerbelastung p. Im Allgemeinen werden technische Systeme nicht eingeschaltet und dauerhaft mit konstanter Last betrieben, sondern die Belastung verändert sich während des Betriebs. Daher ist es von Interesse, wie sich die Lebensdauer eines Lagers berechnen lässt, wenn ein Lastkollektiv aus unterschiedlichen Lagerlasten im Betrieb auftritt. Dazu betrachten wir ein Wälzlager, das zunächst einige Zeit auf einem ersten Lastniveau P1 betrieben wird, bei dem seine alleinige Lagerlebensdauer L1 gleich 10.000 Umdrehungen beträgt. Danach wird es auf dem niedrigeren Lastniveau P2 betrieben, bei dem die alleinige Lagerlebensdauer L2 gleich 50.000 Umdrehungen ist. Die Frage lautet nun, wenn Lastniveau P1 über 4.000 Umdrehungen anstand, wie viele Umdrehungen sind dann auf Lastniveau P2 innerhalb der Lebensdauer möglich? Betrachten wir zunächst die Schadensakkumulation auf Lastniveau P1. Die statistische Lagerlebensdauer auf diesem Lastniveau beträgt L1 gleich 10.000 Umdrehungen. Das heißt, 10.000 Umdrehungen brauchen die verfügbare Lebensdauerschädigung zu 100% auf. Danach ist die Schädigung so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Lagerausfall kommt, 10% übersteigt. Von diesen 10.000 möglichen Umdrehungen werden nun 4.000 Umdrehungen gefahren. Jeweils 1.000 Umdrehungen führen zu einer Akkumulation und Lebensdauerschädigung von 10%. Nach 4.000 Umdrehungen sind also 40% der verfügbaren Lebensdauerschädigung verbraucht. Die 40% berechnen sich aus N1 gleich 4.000 Umdrehungen im Verhältnis zur Lebensdauer L1 von 10.000 Umdrehungen. Würde die Lagerlast unverändert weiter bestehen,
könnten noch 6000 Umdrehungen gefahren werden, bis 100% Lebensdauerschädigung erreicht werden. Das heißt, es verbleiben noch 60% der verfügbaren Lebensdauerschädigung. Ausgehend von dieser Vorschädigung wäre das Lager nun auf Lastniveau P2 belastet, was zu einer zusätzlichen Schadensakkumulation führt. Die alleinige Lagerlebensdauer auf Lastniveau P2 beträgt L2 gleich 50.000 Umdrehungen. Die mögliche Anzahl N2 an Umdrehungen im Verhältnis zur Lebensdauer L2 muss die noch verfügbare Schädigung von 60% ergeben. Durch Umformen erhält man N2 aus 0,6 mal 50.000 Umdrehungen, also 30.000 Umdrehungen, die hier durch 30 blaue Kästchen auf Lastniveau P2 dargestellt werden. Jeweils 5.000 Umdrehungen führen auf Lastniveau P2 zu je 10% Lebensdauerschädigung. Nach 30.000 weiteren Umdrehungen auf diesem Lastniveau ist also die verbliebene Lebensdauerschädigung vollständig aufgebraucht und es sind 100% Schadenssumme erreicht. Was wir an dem gezeigten Beispiel vollzogen haben, ist eine lineare Schadensakkumulation. Für Wälzlager wurde diese Hypothese von dem schwedischen Ingenieur Arvid Palmgren und dem Amerikaner Milton Miner entwickelt und heißt daher Palmgren-Miner-Regel. Ihre Theorie besagt, dass jedes Lastniveau PI eines Wälzlagers im Betrieb einen Schädigungsanteil beiträgt. Das heißt, es braucht einen Teil der verfügbaren Gesamtlebensdauerschädigung auf. Dieser Anteil lässt sich berechnen, indem die Anzahl der Umdrehungen NI auf dem Lastniveau PI ins Verhältnis zur alleinigen Lagerlebensdauer LI auf diesem Lastniveau gesetzt wird. Die jeweilige Lagerlebensdauer LI wird anhand der Lagerlebensdauerformel berechnet. Lineare Schadensakkumulation heißt, dass es egal ist, ob zunächst ein höheres und dann ein niedrigeres Lastniveau anliegt oder umgekehrt. Die Einzelschädigungen sind voneinander unabhängig. Die Summe aller Einzelschädigungen ist dann die Gesamtschädigung des Lagers. Erreicht oder übersteigt die Schadenssumme den Wert von 1, ist die verfügbare Lebensdauerschädigung aufgebraucht. Dann ist die Schadenssumme erreicht oder gar überschritten, bei der die Wahrscheinlichkeit eines Ermüdungsschadens 10% übersteigt. Betrachten wir nun das hier gegebene Lastkollektiv, das aus folgenden Lasten PI besteht. P1 steht über N1 Umdrehungen an, P2 über N2 Umdrehungen, P3 tritt N3 mal auf, bis hin zu Pn, das über Nn Umdrehungen auf das Lager einwirkt. Die Summe über alle Ni ist dann die Anzahl N gesamt aller Umdrehungen. Wir wollen nun miteinander überlegen, wie sich dieses Lastkollektiv durch eine äquivalente Lagerlast PEQ beschreiben lässt, anhand der die Lagerlebensdauer gemäß der Lebensdauerformel berechnet werden kann. Aus der vorherigen Betrachtung wissen wir bereits, dass die Ausfallbedingung gemäß der Palmgren-Miner-Regel dann erfüllt ist, wenn die Summe aller Einzelschädigungen über alle Lastniveaus 1 ergibt. Nun suchen wir eine konstante, äquivalente Lagerbelastung, die über alle Umdrehungen n gesamt die gleiche Schädigungssumme erzeugt wie das Lastkollektiv selbst. Dazu gehen wir mit der Lebensdauerformel je Lastniveau i in die Schadenssummenformel. Diese taucht dann im Nenner der Summenformel auf. Damit die Einheiten des Bruchs stimmen, müssen wir immer 1.000.000 Umdrehungen aus der Lebensdauerformel mit berücksichtigen, hier grau dargestellt. Löst man die Klammer auf und dividiert durch den Kehrbruch, ergibt sich, dass die Summe aus Ni mal Pi hoch klein p dividiert durch c hoch klein p mal c hoch 6 gleich 1 sein muss. Multipliziert man die Gleichung dann mit dem Nenner, ergibt sich, dass die Summe aller Produkte aus den Einzellasten Pi hoch klein p mal Anzahl Ni die gleiche Schädigung ergeben muss wie 1.000.000 Umdrehungen auf dem Lastniveau der dynamischen Tragzahl C. Diese Summe der Einzelschädigungen entspricht somit also der Schädigung des betrachteten Lastkollektivs. Mit der Summe aller Umdrehungen Ni gleich N gesamt gilt dann die Schädigung aus der gesuchten äquivalenten Lagerbelastung P äquivalent mal N gesamt muss der Summe der Schädigung des Lastkollektivs entsprechen. Diese Formel lässt sich nun nach p äquivalent auflösen, indem man durch n gesamt dividiert und die p-te Wurzel zieht. Somit haben wir nun die äquivalente Lagerlast des Lastkollektivs ermittelt. Etwas aufwendiger wird es, wenn sich neben der Last auch die Drehzahl beim Betrieb des Lagers ändert. Ein derartiges Lastkollektiv ist hier dargestellt. Für jeden Abschnitt i
ist nun eine Last Pi und eine zugehörige Drehzahl Ni gegeben. Diese stehen jeweils über dem Wirkungsdaueranteil Qi an. Die Summe aller Wirkungsdaueranteile Qi ergibt zusammen 100%. Es ist sofort ersichtlich, dass die mittlere Drehzahl N äquivalent die Summe der mit den Wirkungsdaueranteilen gewichteten Einzeldrehzahlen Ni mal Qi ist. Schwieriger ist es wiederum, die konstante äquivalente Lagerlast P äquivalent zu ermitteln, da hier wieder der Lebensdauerexponent nun in Verbindung mit den einzelnen Wirkungsdaueranteilen Qi eine Rolle spielt. Analog zur zuvor gezeigten Berechnung ergibt sich die äquivalente Lagerlast P äquivalent wie folgt. Mit der konstanten äquivalenten Drehzahl Neq gleich Summe über alle Ni mal Qi berechnet sich Peq hoch klein p aus der Summe der Einzellasten Pi hoch klein p mal der Drehzahl Ni bezogen auf die äquivalente Drehzahl mal dem jeweiligen Wirkungsdaueranteil Qi. Zieht man auf beiden Seiten die pte Wurzel, erhält man dann die konstante äquivalente Lagerbelastung für das Lastkollektiv. Die Ergebnisse unserer Berechnung sind hier noch einmal explizit dargestellt. Die äquivalente Lagerlast P-Äquivalent ist die pt-Wurzel aus allen Einzellasten pi hoch klein p mal ni durch n-Äquivalent mal qi. Die äquivalente Drehzahl n-Äquivalent ist die gewichtete Summe aus allen ni mal qi. Setzt man die äquivalente Lagerlast P-Äquivalent in die Lebensdauerformel ein, erhält man die L10-Lebensdauer für dieses Lastkollektiv in Millionen Umdrehungen. Dividiert man diese Lagerlebensdauer durch die äquivalente Drehzahl mal 60, erhält man die Lebensdauer des Lagers für dieses Lastkollektiv in Stunden. N-Äquivalent mal 60 entspricht nämlich der Anzahl an Umdrehungen, die das Lager in 60 Minuten vollführt. Die Lagerlebensdauer in Umdrehungen durch die Anzahl an Umdrehungen pro Stunde ergibt dann die Lagerlebensdauer in Stunden. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Herzlichen Dank und bis bald in der YouTube Ingenieurschule.